Diese Grills sollen umweltverträglich sein. Zwei verbrennen komplett nach Gebrauch. Und alle sollen perfekt für die spontane Grillfeier im Freien sein. Test Nummer 1. Wie schnell lassen sich die Grills aufbauen? Nicht nur optisch, sondern auch beim Aufbau unterscheiden sich alle drei Kandidaten deutlich voneinander. Der erste. Pack mal aus die Kiste. Der Baumstumpf. Da ist es eigentlich relativ einfach, den Plastik aufzureißen. Ja, das ist kindersicher, ne? Ja, definitiv. Du reißt gleich mal alles außen weg, ohne zu lesen, ob da noch was Wichtiges auf der Betriebsanleitung steht. Verpackungsmaterial entfernen, Grillanzünder in der Mittelröhre anzünden, grillen. Dieser Einweg-Holzkohlegrill ist sofort startklar. Das Konzept ist schlau. Ein ausgehöhlter Baumstamm, der mit Kohle und Anzündern befüllt ist. Kostenpunkt 10 Euro. Ein Rost ist bei diesem Grill allerdings nicht mit dabei. Den muss man sich selbst dazu kaufen. Testkandidat Nummer 2. Umweltfreundlich soll er sein und biologisch abbaubar. Und jetzt kommt das Beste. Der Hersteller verspricht, in 5 Minuten soll das Ding aufgebaut sein. Mal Handy raus. Sofort. Schnappt ihr das mal? Das Ding? Auf die Plätze. Fertig. Los. Hier braucht man deutlich mehr Geschick als beim Baumstamm. Denn dieser Grill besteht aus mehreren Elementen. Auch er kostet 10 Euro. Also es ist quasi eine Feuerschale unten mit kohlenartigen kleinen Donuts, die wahrscheinlich brennen sollen danach, und einem Rahmen aus Karton. Aber haben wir nicht schon in der Schule gelernt, dass Feuer und Pappe nicht gerade die besten Freunde sind? Das brennt doch sofort, oder? Beim Zusammenstecken ist Fingerspitzengefühl gefragt. Chris baut den Grill trotzdem sehr schnell zusammen. Was haben wir? Knappe 3 Minuten 30. Der Bambusgrill besteht aus einem Rahmen aus Karton, einer weißen Isolierung, aus kleinen Lavasteinchen und einem Grillrost aus einzelnen Bambushölzern. Vertrauenswürdig sieht das allerdings nicht aus. Das sieht jetzt schon so klapprig aus. Definitiv. Was sagst du dazu? Wie da jetzt irgendwie ein Steak oder selbst eine Wurst gegrillt werden soll, ohne dass gleich alles zusammenkracht, ist mir noch schleierhaft. Aber wir sind ja dafür da zum Testen. In dieser flachen Mappe steckt auch ein Grill für unterwegs. Sein Vorteil, er hat die Größe von einem DIN A4-Blatt. Zumindest vor dem Aufbau. Hast einen Haufen Einzelteile, aber wenn man die jetzt zusammenbaut, machst du dich ja eh gerade schon. Ja, zwei Seitenteile, die gleich aussehen, mit dem Griff. Die zwei Seitenteile mit dem Griff. Habe ich. Und dann das große Rückenteil. Habe ich. Okay, das kommt hinten reingesteckt. Der Grill kostet 80 Euro. Dafür ist er auch aus Edelstahl und wiederverwendbar. Mit Anleitung schafft unser Grillexperte den Aufbau in unter einer Minute. Sieger beim Aufbautest ist trotzdem der Öko-Baumstammgrill. Hier muss man nur die Folie entfernen und kann sofort loslegen. Test Nummer 2. Größe und Gewicht. Einweggrills sollen leicht zu transportieren sein und möglichst viel Grillfläche haben. Mit 14 cm Durchmesser hat der Baumstammgrill nur eine sehr kleine Fläche und mit rund 1,5 kg ist er auch etwas schwer. Den Rost muss man noch dazu kaufen. Der DIN A4-Grill hat da mehr zu bieten. Die Fläche ist fast dreimal so groß wie beim Baumstammgrill, aber mit 1,9 Kilo ist er unser schwerster To-Go-Grill. Der Kartongrill ist schon eher was für die Barbecue-Party unterwegs. Die Grillfläche ist von allen die größte. Und die Konstruktion aus Pappe wiegt nur knapp 1 Kilo. Deshalb geht diese Runde klar an den Kartongrill. Nächste Kategorie. Ready to grill. Wie lange brauchen unsere To-Go-Grills, bis sie auf Betriebstemperatur sind? Hier fällt gleich mal ein negativer Punkt auf. Der Edelstahlgrill hat weder Kohle noch Grillanzünder dabei. Die müssen extra mitgenommen werden. Beim Baumstamm sind Grillanzünder und Kohle schon integriert. Auch der Kartongrill ist sofort startklar. Die Grillbriketts enthalten eine Art Anzünder.
Daher brennen sie auch sofort und die Hitze verteilt sich von allein. In unter 5 Minuten ist die komplette Grillfläche gleichmäßig durchgeglüht. Also meiner war extrem schnell an, komplett unproblematisch. Chris, wann ist denn offiziell die richtige Grilltemperatur erreicht? Das ist ganz einfach. Wenn du deine Hand ca. 20 cm über die Glut hältst und zählst 21, 22 und dann erst die Hand wegnehmen musst, weil es sonst zu heiß wird, dann passt's. Dann sind wir richtig. Dann sind wir ein bisschen richtig. Was geht hier noch, ne? Hier geht noch ein bisschen was. Bei dir? 21, 22, 22, 23. Ah, da kann ich noch Herr der Ringe lesen. Aber auch hier, das Game of Thrones immer noch mit drin. Der kleine Bambusgrill hier, der so wackelig aussieht, der hat im Anzünde-Wettkampf die Nase vorne. Hier braucht man nur ein Feuerzeug. Der Rest läuft von allein. Wieder ein klares Plus für den Grill aus Karton. Jetzt geht es an die Handhabung. Jumbo und Chris bereiten das Grillgut vor. Am liebsten essen wir deutschen Würstchen und Schweinenackensteaks. Jumbo und Chris verzichten bei ihrem Fleisch aus gutem Grund auf Industriemarinade. Was hältst du von diesen fertig marinierten Supermarktsteaks? Um ganz ehrlich zu sein, nicht wirklich viel, weil erstens weißt du nie, was du in der Marinade drin hast. Es ist schwer einzuschätzen, wie frisch das Fleisch ist. Woher weiß denn der Supermarkt, was mir schmeckt? So. Das wisst nur ihr selbst. Und deswegen einfach selber machen geht relativ schnell und ihr habt mehr Spaß dran. Also lieber frisches Fleisch kaufen und dann selbst die Lieblingsgewürzmischung verwenden. Nach 20 Minuten sind alle Grills einsatzbereit. Achtung, den Baumstammgrill sollte man am besten auf eine nicht brennbare Unterlage stellen. Ich würde sagen, wir können loslegen. Jetzt machen sich die Größenunterschiede bemerkbar. Beim A4-Grill und beim Kartongrill passen locker ein Schweinenackensteak und mehrere Würste drauf. Beim Baumstammgrill wird es schnell eng. Noch ein Vorteil beim A4-Grill. Der Rost ist höhenverstellbar. Damit hat Chris die Temperatur im Griff. Nachdem wir den eine Etage tiefer gestellt haben, geht's hier auch ziemlich ratzfatz. Der Baumstammgrill braucht volle Aufmerksamkeit. Chris kämpft mit der Hitze. Hier bist du mehr oder weniger direkt fast schon auf der Glut, wenn der Rost nicht dazwischen wäre. Da musst du immer dabei stehen und drehen und wenden, weil sonst ist alles schwarz. Beim Kartongrill ist es hingegen genau umgekehrt. Das Fleisch hat kaum Farbe angenommen. Und damit ihr seht, dass das nicht wirklich ein Temperaturwunder ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bringt mir jemand was zu trinken. Es ist warm, aber so heiß wie am Anfang, das war nur ein Blitzfeuer. Jumbo und Chris treiben es jetzt auf die Spitze. Können es die kleinen Grills mit einem richtig großen Steak aufnehmen? Für unseren Test verwenden wir frische Grills, die wir noch mal neu anfeuern. Das ist die Königsklasse, das ist Champions League. So spielt man in der Grillliga. Ich tippe diesmal auf den Baumstamm, weil das ist ja schon so ein Steak aus der Steinzeit und das ist quasi wie ein Grill aus der Steinzeit. Okay. Haben die To-Go-Grills genug Power, um ein 1,2 Kilo Tomahawk-Steak durchzugrillen? Nach 10 Minuten machen schon mal alle Steaks einen ganz guten ersten Eindruck. Zumindest haben wir schon leichte Röstaromen, oder? Genau, besser wie vorhin. Beim Baumstamm liegt das Fleisch aber eher in der Flamme als über der Grillkohle. Der A4-Grill schlägt sich wacker. Aber die Bambusstangen vom Pappkartongrill halten diesem Extremtest nicht stand. Und jetzt werden wir es ein bisschen ruhen lassen, denn das macht man so mit Steaks. Warum? Damit sich die Fleischsäfte, die jetzt so richtig schön in Wallung gekommen sind, auch wieder beruhigen können und im ganzen Fleisch verteilen. Und dann werden wir mal anschneiden und schauen, wer hat den Job erledigt. Erledigt ist zumindest schon mal der Bambuskartongrill. Die Konstruktion geht nach dem Extremtest plötzlich in Flammen auf. Und dann kommt die wichtigste Kategorie, der Geschmackstest.
Wie gut sind Würstchen und Nackensteaks gelungen? Das Kamerateam darf mitverkosten. Jumbo startet mit dem Würstchen vom Pappkartongrill. Das Grillgut vom Bambusgrill. Was gibt's drüber zu sagen? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Temperaturmäßig hat er nicht standgehalten. Würstchen, da kann man nicht viel falsch machen, sind leicht angegrillt, aber das Fleisch innen leicht rosa, keine Grillaromen, keine Röstaromen außen, ein sehr neutraler Grillgenuss. Beim Baumstammgrill das totale Gegenteil. Wie wir ja vorher schon festgestellt haben, ziemlich hohe Hitze, wird schnell schwarz. Wenn ich mir das angucke, das Fleisch ist noch komplett roh innen drin. Bei der Bratwurst ungefähr das Gleiche, außen schwarz, innen schön saftig, aber viel Hitze hat es innen drin trotz allem doch noch nicht abgekriegt. Der Kameraassistent hat den Teller vom DIN A4 Grill bekommen und ist zufrieden. Und auch die Profis greifen beherzt zu. Der DIN A4 Grill überzeugt beim Grillergebnis. Doch, so muss ein Steak sein. Und wie schmecken die fetten Steaks von unseren To-Go-Grills? Hier gibt es einen klaren Sieger. Der A4 Grill wird sogar mit dem 1,2 Kilogramm schweren Steak fertig. Röstung von außen optimal. Das ist ein Garzustand für Steak-Liebhaber. Eine Stufe von Medium and Rare, das nennt man Black and Blue. Ich mag so, ich liebe das, weil damit schmeckt man am besten, welche Qualität das Fleisch hat. Klarer Gewinner des Grill-to-Go-Contest ist der A4 Grill aus Edelstahl. Er wird mit jedem Grillgericht fertig und ist der einzige, der wiederverwertbar ist. Man kann die Einzelteile sogar in die Geschirrspülmaschine geben. Mit 80 Euro ist der Grill zwar ziemlich teuer, dafür hat man hier aber länger was davon. Und dadurch ist er wirklich eine Innovation zu den bestehenden Wegwerfgrills.